Servus YouTube und herzlich willkommen hier zum gefühlt 50. Aufnahmeversuch dieser Begrüßung für die heutige Folge der F1 2016 Karriere hier auf meinem Kanal. Das Ganze heute vom großen Preis von Malaysia hier in Sepang. Letztes Jahr Ferrari hier sehr erfolgreich gewesen, den ersten Sieg von insgesamt dreien im Jahr 2015 eingefahren. 2016 sieht ja bisher deutlich rosiger aus für die Scuderia Ferrari. Mal gucken, ob wir hier vielleicht den zweiten Sieg für Ferrari hintereinander einfahren können. Wäre auf jeden Fall mal wieder ein gutes Comeback nach dem sehr enttäuschenden Rennwochenende in Singapur. Da sind wir ja nur 8er geworden, auch Vettel war sehr schwach, irgendwie nur auf der 6. Also da geht auf jeden Fall einiges mehr. Wir haben jetzt mittlerweile auch wieder das stärkste Auto, nachdem wir jetzt die letzten Upgrades getätigt haben. Mittlerweile aber auch die Entwicklung eingestellt haben. Also weitere Upgrades wird es jetzt tatsächlich nicht mehr geben. Aber ich denke mal, jedes Team wird jetzt nicht mehr am Auto noch groß rumentwickeln. Wir sehen jetzt hier die letztendlichen Leistungsvergleiche. Mano hat sich einfach mal über ein ganzes Jahr vom schlechtesten Team zum viertbesten gelost. Fünftbesten, nicht richtig gesehen hier die ganzen Balken. Also vor Sahara Force India, Williams, McLaren, Renault, Haas und Sauber. Respekt vor dieser Leistung, muss man echt sagen. Unser neuer Rival ist Nico Rosberg. Mal gucken, wie wir uns gegen unseren deutschen Landsmann schlagen können. Unter anderem natürlich auch WM-Rivale. Mal gucken, wie der sich jetzt hier so in den letzten Rennen präsentieren wird. Wir sind immer noch zweiter Fahrer und ich weiß nicht warum. Als eigentlich deutlich besserer hier in der ganzen Saison sind wir immer noch zweiter Fahrer für die Scuderia Ferrari. Ich weiß ja nicht, was Vettel da irgendwie für einen Bonus bekommen hat. Trainings werde ich keine mehr machen, auch keine Szenen dementsprechend mehr reinschneiden. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Qualifying vom großen Preis hier in Malaysia in Sepang. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Übrigens, mein größter Respekt an diese F1-Community auf meinem Kanal. Ich meine, so lange kamen keine aktiven Formel-1-Videos mehr und die letzte Folge hat jetzt knapp nach 3 Stunden über 500 Likes. Das ist echt absolut die Härte und danke auf jeden Fall für den krassen Support. Können wir heute vielleicht wieder die über 400 Likes packen? Würde mich mega freuen und natürlich auch würde weiterhin zeigen, wie sehr ihr diese Serie feiert und wie sehr ihr natürlich auch eine zweite Saison sehen möchtet. Deswegen lasst gerne den Daumen nach oben da, wie man es so schön sagt. Ist der Daumen oben, wird man dich loben und jetzt auf jeden Fall los geht's mit dem Qualifying. Yep, dieser Moment, wenn Daniel Ricciardo auf den Mediums eine 1.36.0 fährt und du mit deinen soften Reifen auf eine 1.36.4 rumgurkst. Aber auch diese Zeit bringt uns locker in die nächste Session und damit sind ausgeschieden Esteban Gutierrez, Julian Palmer, Valtteri Bottas, Roman Grosjean, Felipe Nasr und Marcus Ericsson. Vor allem die Williams sind in letzter Zeit auffällig schwach, obwohl Bottas auf 19 und Massa ist einfach mal auf 8. Keine Ahnung, was da beim Finnen schiefgelaufen ist. Also ich weiß ja nicht wirklich, welche Drogen. Haryanto, geht doch einfach aus dem Weg, meine Fresse. Also ich weiß ja wie gesagt nicht, welche Drogen Ricciardo da zu sich genommen hat. Ne, aber ganz ehrlich, ich würde gerne davon was abhaben. 1.34.9 auf den soften Reifen. What the fuck? Ich weiß ja nicht, wo alle die Pace hernehmen, aber ich fahre 1.36.5er Zeiten, während Verstappen 1.34.6er Zeiten fährt. Das sind fast 2 Sekunden. Rosberg ist ausgeschieden. Massa auf 11, Werlan auf 13, Alonso 14, Hülkenberg 15 und Magnussen auf der 16. Wir haben es irgendwie trotzdem in Q3 geschafft. Mit so einer fahrerischen Leistung, unglaublich. Die wie immer versprochene komplette Q3-Runde wird es natürlich weiterhin geben. Aber ich denke mal, euch gefällt es natürlich auch, wenn ich jetzt hier nicht die komplette Runde rede und mir meine eigene Runde versaue, sondern natürlich auch so ein bisschen einfach nur mal still bin. Dass ihr dem wunderbaren Ferrari-Sound auch mal so ein bisschen hinterher lauschen könnt. So, letzte Kurve. So, auf die parallele Start- und Zielgerade. 2 DRS und 2 super Überholmöglichkeiten. Kann man, denke ich, mal so sagen. Aber es gibt auf jeden Fall noch einige andere. Gar nicht mal so schlechte Überholmöglichkeiten hier in Singapur. So, ich weiß immer noch nicht, wie ich diese ersten Kurven hier anfahren soll. Soll ich in den ersten? Ist eigentlich ein bisschen zu langsam, wenn man ehrlich ist. Also im zweiten hat es jetzt ja eigentlich sogar ganz gut funktioniert. So, jetzt hier berg runter und auch wieder berg rauf. So, der erste Sektor sieht ein bisschen besser aus als der noch vorher in Q2. So. Jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt. Sektor 2. Ich hasse ihn. Ja, hier schon zu weit innen eingelenkt und dann verlieren wir komplett die Kontrolle über das Auto. Aber wir schauen mal, 33, 34, 35, 1, 35, 6. 1,1 Sekunden langsamer als Verstappen. Trotzdem ist es irgendwie Platz 5, ich weiß nicht wie. Jo, und am Ende ist es Platz 6. Also, zufrieden bin ich jetzt wirklich nicht damit, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
Verstappen auf Pole, dann haben wir Vettel, Ricciardo, Hamilton, Sainz, wir, Perez, Haryanto, Quert und Button. Also der WM-Favorit ist ganz schön momentan am Schaukeln. Nur Platz 6 in Malaysia und die nächsten Strecken werden, glaube ich, nicht besser. Also das muss sich irgendwie ändern fürs Rennen. Ob ich da irgendwelche Taktiken habe? Nö. Ob das Ganze besser werden wird? Sehr wahrscheinlich nicht, aber ich gebe mir Mühe, so wie immer. Hoffe, ihr wünscht mir auf jeden Fall Glück fürs Rennen und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Also entweder der liebe F1-Gott hat meine Wünsche erhört und wir können jetzt tatsächlich irgendwie konkurrenzfähig werden im Regen, oder wir werden heute keine Punkte holen. Das ist eben quasi die Devise. Es wird scheinbar nur regnen im Rennen, das heißt, große Taktiken gibt es da jetzt nicht. Viele Leute oder einige schreiben mir immer in die Kommentare, Dennis zeigt doch mal mehr Rennszenen. Problem ist, wenn ich keine Rennszenen habe, kann ich auch nichts reinschneiden. Also das nochmal dazu gesagt, also wenn ich da mal wirklich viel zum Reinschneiden habe, dann schneide ich das alles rein, aber wenn es halt nicht wirklich viel gibt, dann kann ich da wie gesagt auch nicht wirklich viel reinschneiden. Also das, was eben zur Verfügung steht, da schneide ich rein und wenn es eben nicht mehr gibt, dann kann ich auch nicht irgendwas herzaubern oder so. So, erstmal die Einführungsrunde jetzt. Los geht's. Oh, im Regen. Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal im Regen gefahren bin hier. In F1 2016. Das müsste, wann war das ungefähr? Ich weiß es echt nicht. Das ist mittlerweile echt schon so lange her, dass ich keine Ahnung habe, wann ich das letzte Mal im Regen gefahren bin. Aber das könnte echt eine lustige Fahrt heute werden. Genug Einführungsrunde für heute. Lass das Racing beginnen. Hier in Malaysia, in Kuala Lumpur. Die 5 Rundenlichter sind aus. Und der Start war schon mal richtig schrecklich. Obwohl, wir kommen jetzt sogar ganz gut weg. Perez und Haryanto hinter uns. Was macht Haryanto den Punkt? Ich habe keine Ahnung. Oh, innen. Oh, ich stich rein, innen. Oh, wo ist der Bremspunkt? Ich habe ihn gefunden, ne? Holy shit, wir sind Erster. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Sainz ist auf der 2. Holy shit, das ganze Feld ist hinter uns, die ganze Meute. Davon will ich jetzt erstmal Replay sehen. Das muss doch episch ausgesehen haben in einem Replay, oder? Oh Mann, davon gibt es jetzt leider echt kein Replay mehr. Ja, das ist echt absolut krass. Das ist echt krass. So viele Autos, so kurz hintereinander. Kann man, denke ich mal, machen. Und was ein Raketenstart. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie unfair gefahren sind. Kann ich mir bei meiner Art manchmal ganz gut vorstellen. Aber irgendwie sah es ganz schön clean aus. Also wenn wir es tatsächlich geschafft haben, keinen innen zu berühren, dann war das der absolut genialste Start, den ich jemals hingelegt habe. Aber Carlos Sainz will wieder richtig mitmischen. Kämpft hier gerade gegen Daniel Ricciardo um die 2. Position. Der war ja schon auf... Oh, schaut euch das einfach mal an. Carlos Sainz kämpft hier im Toro Rosso mal wieder um ein Podium. Das sind ja immer die genialsten Bilder, wenn irgendwelche Underdog-Fahrer hier immer gegen die ganz Großen mitkämpfen. Und das Ganze erfolgreich machen. Siehe Haryanto in Baku war das. Und jetzt auch eben Sainz das erste Mal in Belgien und jetzt scheinbar das zweite Mal in Malaysia. Kämpft er tatsächlich hier gegen die ganz Großen ums Podium. Ich fahre hier halt echt vorsichtig as fuck, vor allem in diesen langgezogenen Kurven, da ist es so einfach, sich zu verbremsen und dann von der Strecke abzukommen, da versuche ich echt so vorsichtig wie möglich zu sein. Und bisher scheint das Ganze auch ihre Wirkungen zu zeigen, diese vorsichtige Fahrweise. Zeigt auf jeden Fall bisher erste Früchte, denn wir sind schon relativ weit weg von Daniel Ricciardo und fahren hier Bestzeiten. Nicht schlecht.
Oh, da gibt es Gelb, ich weiß nicht warum. Können wir ganz kurz mal im Replay gucken. Das ist in dieser Riesengruppe hier, genau. Alle hintereinander, ich glaube irgendwie hier Alonso war's. Was ist da passiert? Hier scheint nichts gewesen zu sein. Noch weiter zurück vielleicht? Also irgendwie war Gelb, aber keiner weiß warum. Alles klar. So, jedenfalls zurück jetzt erstmal zu unserem Renngeschehen. Mit Ricardo hinter uns. Oh, jetzt ist er auf jeden Fall gefährlich nah rangekommen. Die Runde, muss ich sagen, war aber auch nicht gerade perfekt von mir. Viele Verbremser und auch Quersteher. Hier im Regen ist das Ganze natürlich auch viel einfacher hinzubekommen als eben im Trockenen. Ja, das bringt einen Fahrer wie Ricardo natürlich so ein bisschen in Schlagdistanz jetzt hier. Aber auf der Geraden ziehen wir den Red Bull weg, wie man hier schon sehen kann. Oh, jetzt komme ich wieder in diese Phase, wo ich einen Fehler mache. Und dann die Fehler nur so am laufenden Bande kommen. Na, Ricardo sitzt uns jetzt halt echt im Getriebe. Und irgendwie können wir da momentan nicht gerade viel gegen machen. Das ist unser großes Problem momentan. Denn die KI bleibt fehlerlos und je mehr Fehler ich mache, desto einfacher hat die KI es natürlich, uns zu überholen. Und Vettel zieht ebenfalls vorbei. Aber natürlich an Lewis Hamilton. Oder ist er vorbei? Jetzt müssen wir erstmal auf Ricardo aufpassen. Der versucht es nämlich außen. Kampflinie verbremst. Innen ist die Tür ganz weit offen. Sperrangel weit offen. Aber innen können wir uns noch irgendwie verteidigen. Gegen Ricardo. Und da hinten geht auch die Party ab. Da hinten geht richtig fett Party ab. Hamilton gegen Verstappen, gegen Vettel. Und die fahren da gefühlt schon zu dritt lang. Also ist ein echt spannendes Rennen heute. So, am Ende der Runde werde ich jetzt meinen Boxenstopp machen. Also eine Runde früher als geplant. Was einfach daran liegt, dass ich gerne manchmal den Undercut mache. Auch wenn wir quasi in dieser Führungsrolle sind. Finde ich es einfach besser, den ersten Schritt zu machen. So, jetzt ist die Frage, wo ist die scheiß Linie? Irgendwo hier vorne, ne? Ja, da vorne. Oh, so. Geschafft noch irgendwie unter die 80 km/h zu kommen hier. Hat, denke ich mal, auch jetzt nicht gerade wenig Zeit gekostet. 2,3 Sekunden Boxenstopp, Ferrari mal wieder in Höchstform. Und wir kommen perfekt auf der Strecke raus. Ohne Verkehr, finde ich gut. Der einzige Verkehr vor uns, diese mächtig große Gruppierung, die sollte, denke ich mal, schon ein bisschen weg von uns ziehen. So, Strategie ist durch und jetzt heißt es pushen. Pushen in der Outlap nach der Box. So, Vettel bleibt eine Runde draußen. Jetzt sind aber Ricardo und Hamilton an der Box. So, das sind unsere direkten Konkurrenten, die da jetzt gerade eben den einen Boxenstopp machen. Den es hier im Rennen eben gibt. So. Jetzt ist die Frage, hat sich der Undercut gelohnt oder fallen wir zurück? Das ist die große Frage. So. Achter Gang, 300 km/h. Und wir ziehen vorbei. Puh, das beruhigt mich ganz schön. Das beruhigt mich jetzt ganz schön, aber der Undercut hat jetzt nicht viel gebracht. Bis auf vielleicht, sagen wir mal, 1-2 Sekunden vor Ricardo. So, Teamkollege ist an der Boxengasse. Und dann gehen, denke ich mal, auch ein Nico Rosberg und wie sie nicht alle heißen da vorne. Verstappen an die Box, so. Ne, Rosberg ist erst da vorne. Also Rosberg scheint momentan echt ziemlich schwach drauf zu sein. Perfekt zur Zeit, wo er unser Rival ist. So, Vettel kommt jetzt aus der Box. Das sieht ganz schön gefährlich aus, muss ich sagen. Neue schnellste Runde von uns. 1.50.202 und wir ziehen locker an Vettel vorbei und sind wieder auf der 1. So muss das sein. Und Vettel ist on fire und Vettel zieht dann halt auch einfach mal an Ricardo vorbei. Fährt momentan eine Sekunde schneller als ich. Das ist krass und wenn er so weitermacht, dann wird er heute tatsächlich den zweiten Sieg hier in Malaysia hintereinander holen. Nach 2015 dann scheinbar auch in 2016. Dann erquert es aus dem Rennen. Na, die Frage ist, was war es da? Wir gucken mal ganz kurz rein. Oh, ich habe mitten in der Kurve die Sofortwiederholung angemacht. Ist jetzt nicht gerade die schlauste Art. Ja, können wir es hier irgendwo sehen? Ein Tor Rosso. Ja, da ist halt leider kein zweiter, den wir uns angucken könnten. Oder doch, hier vielleicht irgendwo Rosberg. Ah, hier. Da haben wir Kwiat. Und es ist ein Motorschaden. Ja, sieht für meinen Geschmack. Ja,
Motorschaden für Daniel Quert. Jetzt muss ich die Kurve noch irgendwie bekommen und hab's noch irgendwie gemanagt. So, jetzt ungefähr noch knapp 2 Runden. Für mich, für Vettel und natürlich auch für Ricciardo. Und der hat eigentlich auch noch die Chance, hier irgendwie mal ranzukommen. Aber Vettel wird, denke ich mal, unser Hauptkonkurrent sein hier im Kampf um Platz 1. Aufpassen, das ist die Stelle, wo ich letzte Runde schon abgeflogen bin leicht. Und da eben auch sehr viel Zeit verliere. Wenn man da eben abfliegt. Vettel versucht's jetzt. Zieht aber nicht aus dem Windschatten raus und bleibt erstmal weiterhin hinter uns. Jetzt kommt Ricciardo auch noch wieder ran. Also das Ganze wird hier ein Dreierkampf werden um die Spitze. Dahinter ist nichts mehr. Dahinter ist nichts mehr. Ein Fahrer ist dahinter. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier von einem Dreifachausfall profitieren könnte. Oh, Fehler, Fehler, böser Fehler, böser Fehler. Viel zu weit nach außen gekommen. Vettel vorbei. Die Frage, können wir noch kontern? Reifen sehen nicht mehr so gut aus. So. Fettes Gemisch ist an. Gehirn ist ausgeschaltet. Divebomb incoming. Und Vettel zieht tatsächlich zurück. Das wird echt interessant werden. Berührung zwischen Vettel und Ricciardo. Das wirft den Australier ganz weit zurück. Aber Vettel bleibt dran. Vettel bleibt dran. Im Windschatten. Nach vorne gucken ist die Devise. Aber da kommt dran. Auch Ricciardo ist dahinter direkt wieder in Schlagdistanz. Aufpassen. Letzte Runde jetzt. Letzte Runde beim großen Preis von Malaysia in... Ich wollte schon wieder Singapur sagen. Es ist natürlich Sepang. Erster Sektor gehört uns. So sieht's aus. Wir ziehen weg. Jetzt kommt aber der zweite Abschnitt. Keine Fehler machen jetzt. Keine Fehler machen. Lieber ein bisschen Tempo rausnehmen. Dafür hier nicht zu weit rauskommen. Und es hat scheinbar was gebracht. Fast wieder der Dreher hier. Beziehungsweise fast so ein richtig fetter Quersteher. Hat auch Zeit gekostet. Vettel und Ricciardo kommen wieder näher ran. Jetzt ist die Frage, kommt da nochmal ein Angriff? Kommt da nochmal irgendwas? Vom viermaligen Weltmeister. Und von einem jungen Fahrer, der vielleicht auch mal Weltmeister werden kann, möchte. Sollte laut vielen Experten. Daniel Ricciardo, kann er heute hier vielleicht seine Sternstunde schreiben? Der erste Sieg in Malaysia. Schlecht ist er dieses Jahr nicht bei der WM dabei. Aber sein Red Bull hat eigentlich nicht die Power auf der Geraden. Und Vettel scheint auch nicht mit uns mitziehen zu können. Windschatten. Ja, Ricciardo scheint aus dem Rennen zu sein. Vettel versucht es noch einmal. Vettel versucht es. Aber wir nehmen hier so etwas die weitere Schiene. Vettel ist innen. Vettel ist innen, aber wir beschleunigen ihn aus und können uns feiern hier beim nächsten großen Preis. Beim nächsten Sieg hier. Beim großen Preis von Malaysia in Sepang. Ein weiterer Sieg für Ferrari, ein weiterer Doppelsieg und natürlich ein weiterer Sieg für uns. Ein großer Schritt für die WM. Und da freut sich natürlich Mauricio Arrivabene über die 1 und 2 für Ferrari heute. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Wir haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen passt. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Also ich glaube, ohne den Regen wäre das von unserer Pace alleine her heute Nuller geworden. Wir gucken uns das letztendliche Rennergebnis an. Wir auf der 1, Vettel auf 2, Ricciardo 3, Verstappen 4, Hamilton 5, Sainz 6, Perez 7, Rosberg 8, Haryanto 9 und Felipe Massa 10. Interessantes Rennergebnis. Als einziger ausgeschieden ist Daniel Kvyat und damit gucken wir uns die WM-Wertung an. 29 Punkte vor Hamilton, 40 vor Ricciardo, 43 vor Vettel, 50 vor Nico Rosberg und in der Konstrukteurs-WM sind es wieder 36 Punkte, die Scuderia vor Mercedes liegt.
Super Rennwochenende heute gewesen. Zwar sah es vom Qualifying her nicht gerade berauschend aus, aber Ferrari zeigt mal wieder, dass sie im Rennen unglaublich stark sind. Mit diesem Doppelsieg auf jeden Fall wichtig, denn jetzt stehen nur noch 4 Rennen an. Unter anderem in Japan, in den USA, in Brasilien und in Abu Dhabi. Alles auf jeden Fall sehr interessante Rennen. Ich glaube, irgendeins habe ich vergessen, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Müsste es aber sein. 17, 18, 19, 20, 21. Stimmt, irgendein Rennen fehlt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Japan? Was fahren wir denn noch alles, ist die große Frage. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir fahren auf jeden Fall noch jetzt in Japan als nächstes. Dann in den USA. Es sind 21 Rennen dieses Jahr. Irgendeins vergesse ich gerade. Komme ich momentan wieder nicht drauf. Ich weiß es echt gerade nicht. Wir gucken mal rein hier. Irgendwo muss es doch stehen. Verlauf, genau. Ah ne, es sind nur noch diese 4 Rennen. Ne, 5 Rennen sind es. Irgendeins vergesse ich gerade. Ich weiß noch nicht welches. Was wird denn immer am Ende gefahren? Ich überlege jetzt so lange, bis ich es weiß. Und dann beenden wir das Video. Was könnte es denn sein? Wir fahren in Japan. Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Was könnte es denn noch sein? Da fällt mir irgendwie gerade echt nichts mehr ein. Es ist auf jeden Fall keine neue Strecke. Dann Japan. Dann die USA. Da kommt noch irgendwas. Und dann kommt Brasilien. Und dann kommt Abu Dhabi. Ich habe keine Ahnung, was irgendwie dieses 19. Rennen ist. Und mir kommt es auch irgendwie nicht in den Sinn. Naja, damit würde ich sagen, beende ich die heutige Folge der F1 2016 Karriere. Mir wird es, denke ich mal, am Anfang der nächsten Folge wieder eingefallen sein, welches dieses mysteriöse 19. Rennen ist. Wenn ihr es wisst, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bin raus. Wir sehen uns dann beim nächsten Part beim großen Preis in Japan wieder, in Suzuka. Bis dann, haut rein und ciao.